Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen ich Video. Ich auch. Du auch. Lia ist mit dabei. Heute ist Sonntag. Und ich habe geduscht und bleibe heute aber auch ungeschminkt. So müsst ihr mich ertragen heute. Ich bin gestern in die Disco reingekommen. Obwohl bei meinem Impfausweis, ne? Steht, ich wurde nur einmal von zweimal geimpft. Warum ist das so? Weiß ich nicht. Hier steht geimpft 1 von 2. Und hier mein Impfausweis steht 2. Freunde von Essila sind da. Hallo. Auf jeden Fall ist er ja doppelt geimpft und er hat das digitalisieren lassen. Aber irgendwie ist in der App nur eine Impfung aufgeführt. Und das hat er die ganze Zeit nicht gecheckt. Bis er gestern irgendwo rein wollte. Er wollte nämlich gestern da rein und dann ist denen aufgefallen, dass da nur eine drin steht. Obwohl in seinem Impfpass halt, er ist ja doppelt. Da musst du nochmal zur Apotheke und nochmal fragen. Aber voll nett, ne? Er sagt so, ey, du siehst so sympathisch aus. Ich glaube nicht, dass du mich anlügst. Du darfst rein. Wenn jeder sympathisch aussieht, kein Wunder, dass die Inzidenz nach oben geht. Ja. Ja. Aber ich hab das nicht verstanden. Ne? Ich hab die ja, dann ist da irgendwas schiefgelaufen bei dem QR-Code, den du von der Apotheke bekommen hast. Ja, bei der Apotheke stand auch Praktikant. Was soll ich jetzt ganz alleine machen? Du siehst gut aus. Kian war gestern beim Friseur. Lia, okay. Lia, lass das bitte. Und Kian hat einen Wackelzahn, das ist Kian. Ja. Okay, bitte? Wir haben ganz viel Spaß. Vielleicht darfst du hier mitspielen, wenn du ganz lieb fragst. Darf ich auch essen? Ja? Was willst du essen? Die Lehrer und so geht. Gut. Die spielen Lehrer und Schüler. Ja. Kannst du deiner Schwester Brot holen? Da in dem Korb drin. Und übrigens, jetzt kommt... Jetzt kommt die Sequenz, wo wir Lego Friends aufgebaut haben. Blende ich euch jetzt ein. Wir haben das über ein paar Tage nämlich aufgebaut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hello! Wir haben hier richtig viele Lego Friends Sets zugeschickt bekommen und wurden zu einer Challenge herausgefordert. Und was wir dabei machen müssen, ist eine Stadt bauen. Etwas Kreatives, etwas Cooles. Das Besondere an Lego Friends ist, also es ist nicht einfach nur nach Anleitung aufbauen, sondern der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Man kann einfach immer und immer wieder erweitern, man kann kreativ sein, man kann einfach alles Mögliche kombinieren untereinander. Ich sehe Essila schon richtig lange an diesen Sachen spielen, weil sie liebt es auch, Rollenspiele zu machen. Und dann kann man richtig in diese Welt eintauchen einfach. Also ich fand das als Kind auch super cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht so viel Lego. Aber ihr habt das Glück und dürft jetzt alles aufbauen. Oder wir dürfen jetzt alles aufbauen. Mhm. Wir schaffen es aber nicht alles an einem Tag. Deswegen nicht wundern, wenn wir gleich anders aussehen in der nächsten Sequenz. Wir haben jetzt ganze 2 Tage gebraucht, um Heartlake City zu bauen. Wir haben die Sachen alle aufgebaut. Ihr seht hier einmal das Hotel. Ihr seht hier das Baumhaus im Wald. Dann haben wir hier den Reiterhof. Und wir haben den magischen Jahrmarkt. Dazu gehört halt das hier und einmal das hier. Aber das Gute an Lego Friends ist ja, dass man nicht einfach nur nach Anleitung aufbaut, sondern man kann die Sachen so toll kreativ miteinander kombinieren. Da ist wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und die Kinder sind ja sowieso immer sehr kreativ, was das angeht. Das heißt, wir werden jetzt auch unseren Lieblingsort in Heartlake City kreieren. Und ich glaube, wer kann das besser als Essila? So, Essila, jetzt kannst du mal erzählen, was du dir so vorgestellt hast. Also ich habe mir vorgestellt, es wäre doch vielleicht cool, dass man beim Hotel eine Zaubershow hat. Ja, dann stell das doch hin, wie du möchtest.
Das heißt, das Hotel steht jetzt hier und die hat dann ihre eigene Zaubershow, ja? Also ich würde das Baumhaus im Wald vielleicht neben das Hotel stellen, ja, weil dann können da vielleicht ja Leute schlafen. Ich liebe ja so sehr Karussells, deswegen würde ich den Karussell vor das Hotel stellen. Ja? Ja, genau. Weil? Weil ich das so liebe. Dann können, wenn du dann im Hotel übernachtest, kannst du Karussell fahren, ja? Ja. Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Idee. So, und hier haben wir jetzt noch die Achterbahn. Hast du dir da auch noch irgendwas überlegt? Ja, ich würde hier... Die Zaubershow? Ja, die Zaubershow hier reinstellen. Ui! Wenn die Leute nämlich Achterbahn fahren, können die dabei zuschauen. Echt? Meinst du, das geht? Kann man dann was sehen? Ja, wenn die hier langfahren. Man kann einfach richtig, richtig kreativ sein. Und was wäre jetzt so dein Lieblingsort in Heart Lake City? Einmal das Hotel und der Jahrmarkt. Und der Jahrmarkt. Ja, das wäre wahrscheinlich auch mein Lieblingsort. Und weißt du, was noch cool ist? Stell dir mal vor, man übernachtet im Baumhaus. Ui. Und dann reitet man mit dem Pferd auf den Jahrmarkt. Oh, das wäre cool. Ne? Bist du schon mal mit einem Pferd auf den Jahrmarkt geritten? Nein. Nein, also, aber hier bei Lego Friends ist alles möglich. Was wäre denn zum Beispiel euer liebster Ort? Oder... noch besser, wie würdet ihr das Ganze kombinieren? Also wie würdet ihr euren liebsten Ort in eurer Fantasie bauen mit den Sachen hier? Also das würde mich mal interessieren. Vielleicht fragt ihr sogar eure Kinder und die beantworten das und ihr schreibt es einfach mal in die Kommentare. Hier seht ihr das Hotel nochmal von nah. Man kann es auch von der anderen Seite bespielen. Ich drehe es einmal um. Da sind nämlich die einzelnen Zimmer zu sehen. Ich finde das so cool, weil es einfach so viel Sachen zum Spielen gibt. Ein Whirlpool. Ein Whirlpool ist sogar da, genau. Das Baumhaus hat auch super viel vielseitige Sachen, womit man spielen kann. Hier mit der kleinen Hundehütte und so, richtig süß. Und das Hotel hat auch einen richtig süßen Garten mit so einem Brunnen und hier kann man sich sonnen. Also richtig, richtig toll. Immer wenn man sich dann da sonnt, kann man zum Springbrunnen gehen und kann da was trinken. Ja, kann man auch. Genau, und der Reiterhof, ne, womit wir dann hier zum Jahrmarkt reiten, also auch richtig toll. Und der Jahrmarkt an sich, es ist ja ein magischer Jahrmarkt, weil es gibt dort auch eine Zaubershow. Die Zaubershow gibt es ja aber auch im Hotel. Ne? Mhm. Und während die Leute Achterbahn fahren hier, auch richtig toll, weil hier kann man nämlich so fahren. Mama, ja. Ich habe mir ausgedacht, wenn man dann zum Jahrmarkt geht, dann kann man... zum Beispiel hier dann so reingehen und dann kann man halt, dass man so eine Karte geben, dass man in den Jahrmarkt reingehen darf. Aha, Eintrittskarte meinst du. Also ihr seht, man kann vielseitig kombinieren, vielleicht auch eine tolle Weihnachtsgeschenk-Idee. Ich habe euch dazu alle Informationen nochmal in die Infobox gepackt. Schaut dort gerne mal vorbei und ja, vielleicht ist das ein oder andere ja auch für euch dabei. Wow, so sehr gut. Guck mal, wie sie sich richtet. Und jetzt die Schuhe. Warum spuckst du? Komm, zieh deine Schuhe an. Hey, das ist eine coole Idee mit deiner Hose. Zeig mal Mama. Sie ist richtig cool. Die Sonne. Deutschbuch von Abi. Ich war übrigens letztens bei Rossmann und habe die Sachen hier noch in der Tüte und wollte euch mal eben zeigen, was ich da so gekauft habe. Unter anderem halt auch Sachen, die für den Adventskalender bestimmt sind. Isila und Lia bekommen einen zusammen und die Jungs kriegen einen Schleim-Adventskalender. Und da habe ich einfach auch so ein paar Kleinigkeiten gefunden. Ich muss mal gucken, ob das das ist. Ja, genau, für Isila einmal so ein Hausaufgabenheft. Dann habe ich für Lia ein kleines Malbuch. Dann hier diese kleinen Krabben, die ja total innen sind, als Schlüsselanhänger. Habe ich direkt zweimal. Einen für Lia und einen für Isila. Dann brauchen die Kids auch wieder Shampoo. Das ist für die Mädels. Dazu auch die passende Pflegespülung. Und da kann ich gleich Lia die Haare heute mit waschen. Einmal dieses Spray, dadurch sind die Haare angeblich besser kämmbar.
Dann habe ich hier nochmal Duschgel für uns mitgenommen. Butterpads. Junior Zahnpasta. Deo. Für den Adventskalender für Isila eine Maske. Dann so ein Squanchy. Squanchy heißt nichts. Ich will immer Squeezy sagen. Squanchy. Der kommt auch in den Kalender. Dann habe ich hier nochmal eine L-Max für Kinder zwischen 2 bis 6 Jahren. Shampoo. Dann Duschgel. Das kann alles gleich nach oben. Das stelle ich mal hin. Sehr gut. Okay. Q-Tips. Dann habe ich hier so Glitzerstifte, auch für den Adventskalender. Q-Tips sollen von ungesund sein, ne? Ja. Man soll den Dreck nach. Ja, eigentlich schon, ne? Dann hier für Geschenke verpacken, so Geschenkband. Tesafilm, auch fürs Geschenke verpacken. Dann habe ich hier einmal so eine Schneekugel mitgenommen. Hey, das ist cool. Die, Macht die Geräusche? Nein. Die ist einfach nur so dekorativ. Shampoo. Dann habe ich hier zweimal Tintenroller. Isila, findet ihren Tintenroller? Ja. Isila findet ihren nicht mehr. Ja, keine Ahnung, wo der steckt. Eine kleine Mini-Fusselbürste. Das ist ein Roller. Eine Fusselrolle. Ja. Noch eine Maske für den Adventskalender. Das ist auch für den Adventskalender Labello. Dann habe ich für die Kliniktasche noch die BB-Abschminktücher. Ein Deo für den Adventskalender für Isila. Dann hier was für die Händedesinfektion. Und für den Adventskalender für Lia einmal den Ring und dieses Armband. Das war's. Nichts da. Für mich dabei. Nee, gar nichts. Gar nichts. Nicht mal Duschgel. Die Sachen für den Adventskalender packe ich einfach jetzt hier wieder rein, damit sie das nicht sehen. Ich wasche es mit deiner Spülung jedes Mal. So. Das kommt auch in die Kliniktasche hier, damit ich im Krankenhaus meine Hände desinfizieren kann. Als ob es da kein Desinfektionsmittel echt gibt. Echt, Phyllis, ey. Ich schwör's dir. Why? Egal. Du sagst so Rolle, Pinsel. Was man hat, das hat man. Du sagst so Rolle, Pinsel und zu Pinselrolle. Hä, wo habe ich Pinsel gesagt? Du hast so Fusselrolle statt Fusselrolle. Hm? Hast du Fusselpinsel gesagt? Nein, ich habe Fusselrolle gesagt. Hm? Ich habe Fusselrolle gesagt. Nein, du hast. Nein, den Stift. Dings. Tintenroller. Tintenroller. Warum die, Roller? Weil die so heißen. Keine Ahnung. Hey, ich ging 3 Jahre zur Schule. Also auf der Materialliste von der Schule steht auch Tintenroller. Roller? Hm. Verkehrte Welt. Das kommt alles nach oben. Ist das ein Füller oder was ist damit gemeint? Ja, das ist so ein Tintending. Es ist kein Füller, ist aber auch kein Kuli. Ja, ja, das sind diese zwei Seiten. Eine Killer, der Killer weg und. Nee. Schreib mal. Nee. Das ist so wie. Wenn du jetzt zu mir sagst, fahr mal zum Schreibwarenladen und hol mal einen Tintenroller, ne? Das erste, was da, wonach ich denke, ist. Also, die haben auch Patronen, aber ja. Es ist kein Füller. Die Spitze ist wie ein Kuli. Heftige Lage. Und ansonsten. Weiß ich nicht, heute passiert gar nicht so viel. Ich koche nachher noch. Was gibt es denn? Heute gibt es Nudeln mit Hackfleisch. Da nehme ich euch auf jeden Fall mit, dann zeige ich euch das mal, wie wir das machen. Voll lecker, wenn man noch ein Hackfleisch rausholen? Ja, eine Packung Hackfleisch rausholen. Scheiße, hätte ich mal nichts gesagt. Auf jeden Fall mit einem Klecks Joghurt am Ende schmeckt das so lecker. Schmeckt so wie Mante eigentlich. Ja. Hackfleisch, Nudeln, Joghurt. Man kriegt auch nicht genug davon. Ne? Ja, lecker, lecker. Isila hat jetzt noch Freundinnen hier. Vielleicht können wir irgendwie noch Waffeln oder so machen nachher. Mit den Mädels. Du machst genau das, worauf ich richtig Lust habe. Waffeln, lecker, mit schön Puderzucker oder so. Obwohl ich so Schaut euch das an. Leben mit Kindern. Heute gibt es Nudeln mit Hackfleisch und Gemüse. Und die hier habe ich jetzt neu entdeckt von Barilla.
kannte ich noch gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass der die Nudeln richtig, also die Soße so richtig schön aufnimmt hier. Ja, also Hackfleisch, Gemüse. Ja, das Mistgeschick von eben muss ich abwaschen, die Sahne, die Kian kaputt gemacht hat aus Versehen. Hey. Also ich mache Paprika rein, Zwiebel und Erbsen. Dann mache ich hier die Tomaten rein, die geschälten. Dann Hackfleisch. Jo. Wasser kocht schon mal, die Nudeln koche ich vor. Und ich nehme euch einfach mal mit. Lia, du bist der Frechdachs hier zu Hause. Ja. Wirbelwind, guck mal, von A nach B. Anziehen? Ja, Papa soll dir das anziehen. Ja. So. Ich anziehe. So, ich bin jetzt hier dabei. Hackfleisch wird jetzt erstmal angebraten. Dann kommen Zwiebeln und Paprika dazu. Dann meine Tomatenmark rein, ein Teelöffel Paprikamark. So, dann kommen hier diese stückigen Tomaten rein. So, ein bisschen Wasser. So, eben noch 5 Minuten köcheln lassen und dann können die Nudeln rein. Packst du das auf den Tisch? Ja, ich will aufmachen. Warte. Paco, können wir mal rein? Hm. Ja, das sind deine Nudeln mit Butter. Warte, erstmal einen Teller. Erstmal einen Teller. Okay. Gib mal einen Teller. Da? Das ist kein Teller. Das ist ein Teller. Oder willst du den? Dein Lieblingsteller. Den? Ja. Du hältst das falsch rum. Oh. Da? Hm? Da? Da? Geh Mama filmen. Hallo? Tiet. Ja, sie will ein Foto machen. Willst du ein Foto machen? Ja. Testet sie. Das ist falsch rum, was du da machst. Oder? Musst du halten. Oh, da. Piet, Mama, Piet. Hallo. Komm mal, Piet. Kann man dich fallen lassen. Ja. Oh, die Freunde von Issy sind immer noch da und ich hatte versprochen, Waffeln zu machen. Ich habe mich jetzt mal hingesetzt, hier auf den Stuhl. Mein Rücken, Leute, der tut so weh. Hab hier Waffelteig gemacht, Waffeleisen und... Ich benutze immer Trennspray. Dann benutzt man nicht so viel Öl. Und die erste wird immer nichts. Genau, ich muss erstmal einschätzen, wie viel Teig da rein muss. Aber sieht schon mal ganz gut aus. Mama, wir schließen nicht alle auf. Warum? Dein Zimmer. Dann wollen die alle aus deinem Zimmer raus. Dann sind sie erstmal in ihr Zimmer. Wir schließen sie nicht immer noch auf.
So, ihr Lieben, ich verabschiede mich von dem Vlog. Mache jetzt alle Kinder fertig. Und dann gehen wir schlafen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend. Und bis bald. Tschüss.